Hallo und herzlich willkommen zu einem schönen neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin der Sarazar und wir spielen Escape from Sierra Leone. Neues Early Access Spiel, hab in letzter Zeit auch ein paar ausprobiert. Ein paar waren so kacke, die habe ich euch dann doch nicht als Video gezeigt. Deswegen gab es die Tage ein paar kleine Videos. Jetzt das nächste Game. Ich hoffe, hier wird mal was draus. Zumindest ein kleines Let's Test, damit ich euch hier mal zeigen kann, was dieses neue Game kann. Auf jeden Fall befinden wir uns auf einer schönen Insel. Richtig traumhaft, Palmen übersät und pipapo, doch hier lauern natürlich einige Gefahren. Zudem ist es ein Survival-Game, das heißt, wir müssen mal wieder ums nackte Überleben kämpfen, sind hier irgendwie gestrandet. Und ja, jetzt schauen wir doch mal weiter, was wir hier theoretisch noch so machen können in diesem schönen Spielchen. Sierra Leone, übrigens ein Staat in Afrika. Ich weiß gar nicht, ob diese Insel jetzt vielleicht vor Sierra Leone liegt. Könnte natürlich sein. Da vorne seht ihr übrigens das Schiff, mit dem wir hier angekommen sind. Sieht gerade noch so gut aus. Ja, das ist untergegangen, als wir die Insel erreicht haben. Was für ein Glück. Puh. Ja, und Grafik sieht auch nicht verkehrt aus. Ist natürlich die Unreal Engine. Ich habe übrigens noch ein Spiel gezockt namens Subsistence. Auch ein Survival Game. Hat aber auch nicht so viel hergeboten für mehr als 10, 15 Minuten. Trotz der sehr positiven Bewertung bei Steam. Also, es gibt im Moment wieder viele Early Access Titel. Es gibt wieder viel auszuprobieren. Und ich wollte ja in nächster Zeit auch ein bisschen mit euch rumprobieren, ein paar Spiele checken und das hier ist eben eines davon. Da wird es wohl eine Folge geben. Ihr könnt aber auch in die Kommentare schreiben, falls ihr davon mehr sehen wollt. Gerne auch mit eurer Bewertung. Guckt mal da hinten, das. Seht ihr das in der Ferne? Das ist noch irgendwie eine Insel. So, und wir sind jetzt hier gestrandet. Verdammt! Ich habe schon ein bisschen rumprobiert, aber nur ganz kurz, um ehrlich zu sein. Und habe gecheckt, dass ich nicht direkt zum Beispiel jetzt hier den Baumstumpf wie in den üblichen Spielen abharvesten kann. Und das Ding ist, wir haben auch noch überhaupt nichts. Hier seht ihr aber Lebensenergie, Stamina, also Ausdauer, die Kalorien, Hydration, der mentale Status und die Sickness. Das heißt, wir können auch krank werden, wir können alles Mögliche. Ich kann hier auch mal mit euch in den Dschungel reingehen, dann seht ihr, oh, da siehst du überhaupt nichts mehr, außer ein paar Blätter vom Kopf. So, und wo sind wir denn hier gelandet? Och, was für eine schöne Pflanze. So, nehmen können wir hier nichts bisher. Ich bin mal gespannt, was wir hier alles machen können. Auf jeden Fall soll es unter anderem auch Vehikel geben. Es soll halt Fahrzeuge geben, mit denen wir uns hier in der Welt rumtreiben können. Es soll alles Mögliche geben. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist da vorne noch ein Schiff. Und vielleicht kommen wir mit dem ja von der Insel weg und haben es dann geschafft. Guck, wir können auch unseren Charakter. Aha. So sehen wir auf. Schönes blaues Hemd. Und das Wasser, das kann schon einiges. Also man kommt sich ja schon ein bisschen wie in so einem Urlaubsdomizil vor. Erinnert natürlich an dieses eine Game, wo man auch ein Gestrandeter ist. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht auf Lager. Hat der Gronkh ziemlich oft gezockt. So im ersten Moment. Und wie gesagt, die Insel, die soll ziemlich, ziemlich groß sein. Ich renne jetzt hier mal gerade am Strand einfach entlang. Guck mal, ob ich da vorne mit dem Boot von dieser Insel wieder flüchten kann. Hier ist auch irgendwie ein Weg. Ich gehe mal dem mal entlang. Aber da vorne scheint auch ein Schiff oder sowas zu sein. Was zur Hölle ist das? Steine können wir auch nicht einfach aufheben. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Crafting ablaufen wird. Gibt es auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt auch auf jeden Fall richtig, richtig krasse Vehikel. Sogar Helikopter habe ich im Trailer gesehen. Ich weiß natürlich noch nicht, ob die alle schon eingebunden sind. Aber das wäre natürlich cool, wenn wir jetzt hier einen Helikopter finden würden. Glaube ich aber ehrlich gesagt noch nicht dran. So, wir spazieren mal weiter einfach. Und das ist, glaube ich, nur ein Felsen und gar kein Boot, oder? Ich kann es doch nicht ausmachen aus der Ferne. Meine alten Augen, ihr wisst Bescheid. Was ist das hier? Auch einfach ein Stück Felsen. Nee, eine Schildkröte. Wie cool ist denn das? Guck mal, die versteckt sich sogar, oder? Hallo, hallo. Hey du, scheiß Schildkröte. Komm, wir haben auch Fußspuren im Sand. Das ist ganz cool. Also grafisch, technisch sieht das schon ziemlich gut aus. Und da vorne ist tatsächlich ein Schiff. Da vorne kommen wir her. Und hier ist ein Steg. Sag bloß, wir können jetzt mit dem Schiff hier um die Insel düsen. Das wäre ja halt ein Highlight. Hier scheint aber auch jemand zu sein, also... Oh, eine Cola. Die kann ich nehmen. Wenn ich die richtig anvisieren könnte. Ah, lecker. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Cola. Eine Hydration und vielleicht bringt die auch ein bisschen Essen. Boah, Alter. Was ist denn hier los? Eine Waffenkiste? Oh, der ist leider empty. Wir können nicht fahren. Wir brauchen Benzin, um dieses Schiff in Fortbewegung zu bringen. Und die anderen, ups, die anderen Sachen kann ich mir scheinbar nicht einfach nehmen. Vielleicht kann man hier, nee, kann nur mich ins Schiff setzen. Okay, ich dachte, vielleicht können hier noch die Munitionskiste ausbeuten. Aber das geht scheinbar nicht, im Moment zumindest noch nicht. So, raus hier, können wir hier was mit der Tonne machen? Ha, scheiß Tonne.
Wem auch immer das hier gehört hat. Ich randaliere. Wuhu. Tonnenball. Kennt ihr vielleicht Hammerball? Übrigens, bis The Forest kommt, wird vielleicht noch ein paar Tage dauern. Der Erik ist im Moment, der Gronkh ist im Moment super im Stress. Deswegen habe ich auch gedacht, komm, dann zockst du mal ein Survival-Game so für euch. So ist keine Abwechslung. Und es könnte ja was werden. Also erster Eindruck, gar nicht mal so übel. Auch wenn ich noch nicht wirklich durch das Spielgeschehen gehuscht bin. Aber da haben wir ja schon mal ein Schiff unsicher gemacht. Das ist ja schon mal der erste Erfolg. Mal gucken, was jetzt noch so im weiteren Spielverlauf hier kommen wird. Wie gesagt, alles noch Early Access, alles noch ziemlich neu. Die Bewertungen aber auch hier waren gut, wobei man sich da von den Steam-Bewertungen auch nicht immer beeinflussen lassen sollte. Ich habe schon Spiele gezockt, die waren sehr gut bewertet, die fand ich richtig scheiße, genauso wie andersrum. Es hängt halt auch immer davon ab, was man so im Spiel gecheckt hat und was nicht. Und wie viele Bewertungen es vor allem gibt, ne? Ist ja auch nur eine Sache. Aber ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Survival-Games, guck mal, dann seht ihr aber, wie riesig die Insel ist, vielleicht noch sehen wollt, genauso wie Horror-Games und Pipapo. Habe ich ja jetzt letztens auch was gespielt. Steep haben wir auch mal angezockt. Und ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch ein paar weitere Games anzocken. Die dann hoffentlich überhaupt bei euch in der Abo-Box erscheinen. Weil das ist ja im Moment ein Riesenproblem auf YouTube. Oh, was haben wir denn da? Boah, ist schön hier, oder? Die Sounds, habe ich schon den Developer-Vlog gelesen. Die sind alle noch Platzhalter. Wow, cool. Also ich finde irgendwie so eine Reise, gerade jetzt im Winter, so nach Sierra Leone, ist doch nicht von schlechten Eltern. Sag bloß, was ist das? Ah, was zu anziehen, nicht schlecht. Und Wasser haben wir hier auch. Hat hier irgendwer da gelassen. Es scheint jemand auf dieser Insel zu sein. Ja, und wie gesagt, Sierra Leone habe ich hier kurz angeschnitten. Ein Staat in Westafrika eigentlich. Wahrscheinlich ist das hier eine vorgelagerte Insel vor Sierra Leone, denn Sierra Leone hat auch einen Küstenteil. Und das Land lag jahrzehntelang im Bürgerkrieg. Ich glaube, so um die 2000er Zeit wurde dieser dann behoben. Aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Ups, hier kann ich nicht hochspringen. Da kommen wir nicht hoch. Vielleicht hier. Komm, komm. Ja, Mann. Puh. Sportlich. Wie eh und je. Saraza ist unterwegs. Jo, Mann. Was geht denn bei euch so? Ja, lustig. Auf jeden Fall. Oh, das ist scheinbar eine zweite Insel. Scheint hier mehrere Inseln zu geben. Auf jeden Fall Areal irgendwie 21 Quadratkilometer. Ich kann mich aber auch vertun, ob ich das im Trailer falsch gesehen habe. Ich bin mir da ja nicht mehr so sicher, ob das 21 Quadratkilometer waren. Oh, schöner Stein hier. Wunderbar. Tolle Skulptur. Eine schöne Skulptur. Hier können wir jetzt theoretisch auch ins Wasser springen, ne? Und auf die andere Insel schwimmen. Aber hey, ich will ja vielleicht erstmal diese hier unter die Lupe nehmen. Ah, das ist schon ganz geil. Scheinbar kann man hier von Insel zu Insel düsen. Und dann, wie gesagt, Vehikel, haben wir ja schon eins gesehen, das Schiff. Es gibt da aber scheinbar noch mehr. Ich glaube, in diesem Let's Play werden wir sie nicht alle entdecken. Und es kamen auch direkt ein paar Updates raus. Die Entwickler scheinen auch hinterher zu hängen, das Spiel ein bisschen cooler zu machen. Komm, wir gehen mal auf die Insel rauf. Boah, das ist ein bisschen krass hier mit der Bewaldung. Man sieht ja überhaupt nicht, wo man hinrennt. Oh. Stamina sieht nicht so gut aus. Jetzt muss ich mal gucken. Juice. Komm, wir trinken mal eine Cola. Und da seht ihr, Stamina lädt sich langsam aber sicher wieder auf. Ist halt ein Problem, weil die ganze Zeit sprinten. Ich frage mich, was wir hier haben. Map and Compass. Aha! Und da sehen wir doch. Da gibt es die Dublin Island, die Ricketts Island und die französische Name Insel. Messmilieu, ist es, sind wir vielleicht hier? Das könnte sogar sein, wir sind wahrscheinlich hier. Boah, da gibt es ja richtig viel zu entdecken. Und hier sehen wir den Kompass. Moment, gucken wir nach Norden. Aber hier, das könnte dieser Steinbeschlag da sein. Okay, finde ich cool. Haben wir direkt mal was Vernünftiges gefunden. Und ich würde sagen, dann geht's weiter. Ich habe die Tasten mir ein bisschen umgesetzt, weil Inventar auf so einer komischen Taste war oder so. So, schauen wir doch mal hier. Noch gibt in welchem Tiere bisher dann keine. Ich hätte vielleicht besser nichts gesagt. Da war nämlich irgendwas und ich glaube, das war nicht unser Magen, oder? Könnte natürlich auch sein. Wir bräuchten was zu essen. Wir haben Hunger. Gibt es hier denn vielleicht irgendwelche Pflanzen? Hier, ich esse diese Blume. Die will nicht mit mir essen rein und in meinen Körper und so. Okay. Toll, dieser Baum. Wunderschön. Einfach wunderschön. Ah, wie toll. Hier ist ein Weg. Gut.
Gehen wir den nochmal nach da oben. Mal gucken, wo der hinführen wird. Vielleicht habe ich da auch irgendwas Cooles übersehen. An diesem Felsplateau. Boah, aber grafisch wirklich nett. Oh, eine Hütte. Was haben wir hier? Eine Kochstelle. Können wir das aufmachen einfach? Das kriege ich doch niemals auf. Ah, okay. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Herr Dietrich reinrücken, vielleicht. Keine Ahnung. Also scheinbar haben wir aber schon Dietrich und sind gar nicht so schlecht im Schlossknacken. Wie das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Man hat so einen Guide. Ach, guck mal einer an. Nehmen wir uns doch so einfach den Kram mit. Cool. Klauen wir wem das Essen, der hier lebt in Sierra Leone. Schöne Mütze gibt es auch noch dazu. Vielleicht können wir auch einfach hier reinspringen. Oh. Mal komm, das kriege ich hin. Alter. Ich glaube, es geht nicht, oder? Oh, du. Ja, Mann, ich hab's geschafft. Geil. Oh, das ist eine Workbench. Alter, Create Molotov Cocktail, Create Pipe Bomb, Create Torch. Okay, 250 Milliliter Öl, Fuel, Racks und was weiß ich was alles. Boah, Messer. Na, das ist ja nicht von schlechten Eltern. Kann ich das jetzt ausrüsten? Habe ich das jetzt in der Hand oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keinen Charaktermonitor, das ist noch ein bisschen irritierend gemacht. Eine Taschenlampe? Da ist hier richtig viel Zeugs. Diese Hütte scheint verlassen zu sein. Das gehört alles zur Workbench, okay. Und hier? Motoröl. Ich kann aber mich wieder hinstellen, ich bin die ganze Zeit in der Hocke. Ach gut, das gehört alles dazu, da kann ich gar nichts nehmen. Kann ich nur Sachen aufladen. Add Materials, Breakdown, Scrap Cloth. Mhm. Alles klar. Verstehe ich noch nicht. Auf jeden Fall haben wir ein Messer gefunden. Immerhin. So, und hier haben wir jetzt auch noch was Schönes. Boah, da können wir auf jeden Fall... Was sind das denn hier? Pfirsiche? Tomaten? Bohnen. Und das ist Brot. Das ist gar kein Hut. Ich dachte, das wäre ein Hut. Also scheinbar kann man hier auch Brot machen. Okay. Und es gibt auch Diamanten zu finden, wenn ich das richtig sehe. Gut, nehmen wir jetzt nochmal eine Cola mit. Guck nochmal hier rein. Oh. Moment, kann ich damit jetzt vielleicht was bauen sogar? Was liegt denn da noch am Boden? Keine Ahnung. Okay, also da kann ich noch gar nichts bauen. Dann nehme ich mal lieber wieder das Messer mit. Wer weiß, wer uns hier noch über den Weg läuft. Wie kann ich das denn jetzt aus der Hand werfen? Moment, ich guck mal ganz kurz. Sorry, Freunde. Einmal die Keybindings. Open Inventory ist klar. Start, Stop, Engine, Reload, Crouch, hin und her, Jump, Swim, Spacebar. Okay. Dann gehen wir mal hier raus, komm. Jetzt kann ich ja immer noch nicht raus, ne? Ja, da gibt es bestimmt eine Lösung, wie ich das machen kann. Ach, guck mal, seht ihr da meine Fußspuren? Juhu. Komm nicht auf den Tisch gesprungen? Was soll der Scheiß? So, jetzt aber. Oh, jetzt raus hier. Ja, da bin ich wieder draußen. Aus der guten Stube. Da muss ich noch lernen. Das mache ich mal im Off. Ich gucke mir da nochmal dieses Guideline an. Also wenn wir noch überhaupt weiter spielen sollten. Als nur dieses kleine Test-Ding. Wir klappern jetzt ein bisschen, habe ich das Gefühl, ne? Ist das vielleicht dieser Schaft von dem... Keine Ahnung. Nicht, dass sie... Oh, es fing dann zu regnen. Nicht, dass die Tonne, die ich dann ins Wasser geworfen habe, das... Vielleicht hätten wir damit auch Sprit aufladen können. Ah, Moment! Vielleicht könnte ich auch das Boot jetzt mit Sprit beladen und wir könnten theoretisch auf eine der anderen Insel fahren. Weiß es nicht. Bisher scheint ja auch alles recht friedlich zu sein. Boah, sieht auch cool aus hier mit dem Regen, ne? Ist schon nice gemacht. Muss ja mal einen Raum werfen. Und ich finde es ja auch ganz gut, wenn man sowas mal zeigt. Also das Spiel macht schon Spaß bisher.
Hab noch nicht so ganz den Durchblick gewonnen, aber so einen ersten Eindruck verschafft es auf jeden Fall. Guck mal, wen haben wir denn da? Das ist noch eine Hütte. Da ist doch jemand, oder? Boah! Scheiße! Da ist definitiv jemand. Oh, Kacke. Ich habe jetzt noch keine Schusswaffe und er hat offensichtlich eine in der Hand. Alter Schwede, es ging aber gerade ab. Und ich renne hier mit einem schönen Kanister durch die Gegend. Gucken, ob wir den vielleicht beschatten können von da oben. Ranpirschen. Okay, jetzt wird's spannend. Das Gebüsch nervt ein bisschen. Da ist seine Hütte. Ist er da noch drin? Mann, man sieht überhaupt nichts wegen den ganzen scheiß Pflanzen. Ich glaube, der ist gar nicht mehr da, oder? Vielleicht ist er mich verfolgen gegangen und hat nicht gecheckt, dass ich gar nicht mehr hier bin. Haha! Glaub's ist es. Scheiße, mein Backpack ist voll. Na toll. Sind wir hier in seiner Bude? Mein Backpack ist voll. Guck mal, Klopapier. Nein, die brauchen wir unbedingt, die Knarre. Haha, geil. Moment mal kurz. Kann ich hier mit schießen eigentlich? Ist das seine Wumme? Okay, wir können mal gerade was trinken und essen. Und das können wir alles droppen. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass er gleich wieder kommt und mich abknallt. Was ist das denn hier? Antibiotika-Pillen. Okay, Notfall, falls wir uns irgendwie verletzen. Motoröl haben wir jetzt auch am Start. So. Braucht eher auch Kalorien als Wasser. Und hier haben wir noch Magnum-Munition. Okay, eine Magnum fehlt uns allerdings selber noch. Haben wir noch nicht. Oh, Kokosnuss nehmen wir mit, gönnen wir uns. Ist hier Banane und Apfel. Und hier ist auch irgendein Schlüssel, den er hat. Den nehmen wir auch mal mit. Man weiß, wofür der Key gut ist. Der taucht doch gar nicht im Inventar aus, der Schlüssel. Dann müssen wir das Ding dann gar nicht mehr mit Lockpicks, weil die andere Hütte ja auch vor dem Kerl. Was ist das da oben? Komm, schnell den Apfel essen. Wir brauchen Inventar. Ah, wieder Munition. Okay, das heißt, er hat noch eine andere Knarre in der Hand, würde ich mal behaupten. So, und Kalorien, da können wir sogar noch was essen. Und ein bisschen was noch hier, zack. Und dann nehmen wir noch das hier mit. Ein leeres Magazin, aber egal. Eine Banane essen wir auch noch und dann nehmen wir dafür noch die Melone mit. Dann sind wir nämlich wieder richtig fresh am Start. Cool, wie viele Sachen es hier gibt. Das ist ein bisschen mehr der Sie als Crafting, habe ich das Gefühl. Oh, das brauchen wir auch. Der wird es natürlich ultra abpacken bei uns, aber was soll's. Flashlight. Haben wir jetzt irgendwie was... Komm, ich drop mal das hier. Keinen Fall. Was ist denn das für eine Ammo-Kiste oder so? Ich brauche auf jeden Fall die Knarre in der Hand. So viel ist mal sicher. Gucken wir doch mal, ob der Schlüssel vielleicht sogar für diese eine Bude ist. Okay, gucken wir. Gehen wir zurück zu dieser Behausung. Vielleicht ist der jetzt auch da. Vielleicht gehören dem beide Hütten. Man weiß ja nicht. Oder hier sind mehrere solcher Typen unterwegs. Und wer weiß schon, wie das noch auf den anderen Inseln sein wird. Ich hoffe, ich gehe gerade überhaupt richtig. Muss man auch mal sagen. Aber ich glaube schon, oder? Boah, das haben wir auf jeden Fall eine Schrotflinte, ey. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich will nicht testen, ob da Munition drin ist. Weil ich glaube, viel ist nicht drin. Vielleicht ein Schuss oder so. Ein Hülse hat er rausgeploppt. Okay, jetzt müssen wir hier hoch irgendwie. Und dann müsste doch hier irgendwo die Hütte wieder sein. Ja, da ist sie doch. Gucken, ob ich jetzt hier so rein kann.
Ja, Mann. Mit Schlüssel. Kann ich eigentlich hier machen? Ah, cool. Habe ich mal gesaved eine kleine Runde. Haben wir uns mal ein kleines Snickerchen gegönnt jetzt hier. Wow. Ja, es passiert nicht viel, gerade wenn man so ein Nickerchen macht. Oh. Jetzt ist es Nacht. Tür auf jeden Fall immer zumachen. Okay, jetzt brauche ich mal das Flashlight. Hier. Okay, so geht das Licht an. Und die Waffe in unserer Hand wurde gedroppt. Ja, was soll's. Dann lassen wir sie mal da. Jetzt haben wir unseren Kanister da stehen lassen. Das war vielleicht nicht so gut, ne? Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Taschenlampe. Was können wir denn hier machen? Da können wir auch was braten und kochen wahrscheinlich. Hm. Interessant, sehr interessant. So, lade ich mal hier runter. Können ja nochmal probieren, das Boot ans Laufen zu bringen, wenn wir da mehr Benzin haben. Aber wir wissen, wir sind nicht allein hier auf der Insel. Und, oh, ich sollte die Tür zumachen wieder. Weil er hat ja jetzt nicht mehr den Schlüssel und er ist bestimmt nicht so clever, dass er denkt, ja, dann bringe ich mal raus aus dem Fenster. Hallo, wo ist meine Hütte? Ich orientiere, ach komm, weißt du was, scheiß auf die Tür. Ist eh alles sein Zeug. Aber das scheint seine Hütte gewesen zu sein. Also es gibt hier scheinbar mindestens noch eine Person, die uns nicht leihen kann. Und das ist scheinbar die Insel von der. Und die ist nicht unbedingt willkommen zu Gestrandeten, sondern ballert direkt drauf. Vielleicht eine schlechte Geschichte, die sie so miterlebt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen zu krass, wie hoch dieses Gewächs hier eingestellt ist. Gerade nachts. Man sieht ja überhaupt nichts. Und das Flashlight, ich weiß auch gar nicht, wie lange das hält. Die Batterie unendlich ist, da stand ja irgendwie eine Zahl dabei. Hoffentlich hätten wir uns einfach nochmal schlafen legen sollen und warten, bis es wieder Tag ist. Aber so haben wir immer noch die Nacht in diesem Video gezeigt. Das ist aber nur die Gestrüpp. Also Vegetation finde ich schon sehr hoch eingestellt. Macht natürlich ein bisschen mehr Dschungelfeeling. Aber da war nur das Wasser, was geglänzt hat. Wie sieht es denn aus mit Stamina und Kalorien und so? Alles gut. Wir wären theoretisch für eine kleine Exkursion bereit. Auch wenn ich natürlich keine Waffe habe. Aber wir haben ja auch gespeichert in der Hütte, nachdem wir geschlafen haben. Insofern ist das gar nicht mal so tragisch. Hm. Hallo. Ist da jemand? Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Ich habe irgendwie mich ein bisschen verrannt. Hier können wir die Map nochmal. Bin nach Westen gelaufen, nicht voll Horst, statt nach Osten. Ich hätte eigentlich nach da rennen müssen, aber naja, egal. Gucken wir uns da mal die Küste an. Da sind wir jetzt bald bei der Küste. Für mich ist ja auch noch eine schöne Überraschung. Da ist ja noch das Schiff, glaube ich, da sind wir jetzt zurück. Da hinten müsste das sein irgendwo. Ich sag bloß, das ist weg. Ne, da steht's noch. Man sieht es hinten in der Ferne. Na gut. Dann heißt, wir müssen da rüber. Und wir könnten theoretisch mit unserer billigen Taschenlampe hier bei Nacht. Oh, ist die aus? Na toll. Also so viel dazu, dass die Batterie auch leer gehen kann. Wo ist denn das Akku-Aufladegerät? Das bräuchten wir jetzt mal. Hm. Ich würde jetzt gerne noch mit euch, zumindest in diesem Video. Ah! Boah, da habe ich ja nichts mehr gecheckt. Wir probieren hier auf die andere Insel zu schwimmen wenigstens, weil wir jetzt hier ein bisschen Exploration machen. Versteht ja, was ich meine damit. So, und dann können wir jetzt einen geilen Clip-Jump organisieren. Oh, Stamina ist wieder am Boden. Ja, da ist noch, komm, dann gönn dir mal eine Melone. Ja, Essen braucht er ziemlich schnell und ziemlich viel. Hier haben wir noch ein Laib Brot. Ein bisschen Munition aber auch. Die hätten wir natürlich auch alles mal in unserer Kiste in der Hütte lassen können, weil das scheint, glaube ich, auch die vorgesehene Hütte zu sein. Schade, dass man nicht noch Hütten bauen kann, aber ich weiß nicht, ob es das vielleicht auch gibt. Es scheint auch ein bisschen auf Kämpfen ausgerichtet zu sein.
Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und vielleicht die, die es selber schon gezockt haben. Es ist doch gar nicht so alt. Ja, die können mir vielleicht auch noch ein paar Hinweise schreiben. Und vielleicht ziehe ich mir das dann auch nochmal mit einer zweiten Folge rein. Vielleicht, wenn es ein bisschen weiter ist. Juhu! Oh Gott. Soll ich jetzt nicht... Oh, mein Flashlight hat er jetzt dropped. Scheiße, mein... Ah, das ist ja ärgerlich. Jetzt ist unsere Taschenlampe verloren gegangen. Okay. Und da prasselt der Regen, Nacht und Regen. Natürlich nicht so schön, aber hier in Sierra Leone, nah am Äquator, das ist kein Problem. Da ist es auf jeden Fall trotzdem warm. Cool mit den Inseln, das finde ich nicht schlecht gemacht, dass hier mehrere Inseln gibt. Das kostet mega viel Stamina. Das ist ja gleich down. Boah, also das ist übertrieben. So ein Stück kann ich aber mal eben locker schwimmen. Die Stamina zieht schon sehr, sehr schnell runter. Aua. Greifen uns da irgendwas an und dann kriegen wir den Schaden durch Stamina. Oh, da haben wir richtig was abbekommen, ne? First Aid Kit, bla bla bla. Aber dann warte ich noch ab lieber, oder? Also Stamina lädt sich auch wieder auf. Weil wir ja nicht mehr, wir sind ja nicht hungrig oder so. Ich denke mal, daran liegt es, ja. Muss man ein bisschen... Und da wird es auch schon wieder morgen. Als hätte das Spiel gewusst, dass wir hier noch eine kleine Exkursion starten wollen auf dieser Nebeninsel. Obwohl, das scheint auch die große Insel zu sein, ne? Nee, das ist die Ricketts Island, wenn ich richtig sehe. Mesmieux oder so heißt die andere. The Banana Island. Banana, Banana, Banana. Oh. Interessante Steinformation. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir auf der Insel auch wieder irgendwelche Tünisse sind, die uns irgendwie niedermähen wollen. Es könnte sein. Deswegen Vorsicht, Vorsicht. Einen Weg mache ich hier gerade nicht aus. Obwohl, wir könnten mal dahin folgen, wo das Gestrüpp nicht so hoch ist. Ah, das ist aber dann schon hier vorbei. Aber die Ricketts Island ist schon sehr groß. Also ziemlich geil. Ich stelle mir das ein Multiplayer auch cool vor. Gibt es aber, glaube ich, nicht. Und wird's, weiß ich nicht, ob es den überhaupt geben wird. Na komm, da genießen wir noch den Morgen da vorne im Dschungel. Alter, der ist aber richtig schnell fertig hier. Muss ich mal wieder ausruhen. Guter Mann, junger Mann. Und wir nehmen mal das Messer in die Hand, wenn wir jetzt schon die Taschenlampe verloren haben. Falls da irgendwer meint, sie mit uns anlegen zu müssen. Oh, was ist das denn? Das sieht ja schön aus. Kleiner Bach. Das wäre doch cool, wenn man jetzt eine Hütte bauen könnte und die einfach da bauen würde, oder? Hm. Mensch, der Morgen mit der Sonne und so. Prächtig, prächtig. Prächtig. Ja, Freunde. Ich latsche jetzt hier noch mal ein bisschen weiter. Gehen Sonne. Die geht ja am Osten auf, deswegen... Wenn ich mich nicht irre, müssen wir da in den Osten gehen. Und das tun wir auch gerade. Nie ohne Seife waschen. Kennt ja wer den Trick, ne? Nie ohne Seife waschen. Norden, Osten, Süden, Westen. Oh, das sieht aber mega geil aus gerade hier. Escape from Sierra Leone. Oh, blinzelt's mir ins Auge. Oh, da ist er wieder am Atmen, der Harry. Ich glaube, ich sollte nicht so viel sprinten. Das macht ihn fertig. Was ist denn da gewesen? War da gerade irgendeine Figur, eine Person oder was auch immer? Wir wissen ja mittlerweile, die sind uns hier nicht alle nett gesonnen und ich weiß halt auch nicht, wie besiedelt diese Insel hier ist. Wenn man ein Boot hat, ist das natürlich alles sehr viel praktischer. Da finden ist auch noch eine kleine Insel. Ja, das ist schon nicht schlecht, Herr Specht. Oh, wie schön. Komm, in den kalten Wintertagen kann man das doch mal genießen hier.
Und ich würde sagen, das hier ist auch ein sehr schönes Bild, um diese Folge von Escape from Sierra Leone zu beenden. Ja, und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr davon mehr sehen wollt. Das war jetzt, wie gesagt, so ein kleines Let's Test. In den Tagen kommen noch ein paar weitere Games. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch einschalten würdet. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Man hat ja, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode.